So Jungs, jetzt schauen wir mal, was im Ostpäckle drin ist. Ostpäckle zu Ostern. Liebe Grüße aus Ostsachsen, frohe Ostern. I can't prepare for this fight. Dominik hat geschrieben, dass es ein bisschen Chaos verpackt ist. What? Hier ist seitenweise Rechnung dabei. Are you kidding me? Die Sachen sind von Dartsland aus Bautzen. Interessant. Hier, Dartsland. Habe ich noch nie von gehört. Hier sehen wir so ein bisschen, was da drin ist. Windmount Nylonshafts, Nylonshafts, Unicornshafts, Gripper 2, Gripper 2, Harrow's Quadro Standard Flight. Oh. Windmount Sniper, oh geil, von denen habe ich schon gehört. Robson Flights, krass. Habe ich noch nie probiert. L-Style, okay. Harrow's Quadro Standard Flights, okay. Wo kommt der Schatten her? Von meinem Hirn? Ist das mein Hirnschatten? Harrow's Dimplex Standard Flights. XQ Max Flights, 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 also ein Haufen Flights zum Testen. Ziemlich geil von Dominik. Denn wie ihr wisst, teste ich fast nie irgendwelche Flights. Von daher ziemlich geil. So, aha. What? Ich muss hier mit dem Wind aufpassen. Unicorn Gripper. Windmau. Shafts, okay, nice. What? Nee, oder? Dude, und dann schreibst du mir, Entschuldigung für das Chaos im Päckchen, schickst mir hier tausende Euros an Zeug. Alter Schwede, ey. Das Geilste ist, ich dachte mir gerade, ich mach mal das Päckchen auf. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich sehe es jetzt so ein bisschen. Ah, ich kann schon reinschauen, hier nicht. Ich hatte aber natürlich keine Ahnung und dachte mir, ja, ich schaue jetzt erstmal rein, ohne jetzt was konkret zu testen, habe auch die Waage nicht dabei, bin hier irgendwo in der Natur, in diesem Ferienpark, wo ich bin. Da steht mein Baby und schläft, also alles unter Kontrolle. So, jetzt schauen wir mal ganz grob hier rein, weil das muss man grober machen, als ich dachte, weil das ist so viel Zeug, das ist absolute Wahnsinn. Was geht ab? Was geht ab, hey? Red Dragon, Shafts, da habe ich gestern schon was zugesagt. Finde ich solide Shafts. Boah. Wo fängt man da an? Alter Schwede. Ich will gar nicht wissen, wie du das Unchaotische das einpacken wollen. Das geht absolut gar nicht. Es ist einfach so viel Zeug. Ja, wo fängt man da an? Ich glaube, wir machen es so. Bevor ich jetzt ein riesen Chaos hier veranstalte. Geil. Vincent van der Voort Flights. Bevor ich jetzt ein riesen MVG Chaos veranstalte hier. Oh mein Gott. Hardlip. 6 Tipps so verpackt. Die müssen wohl ziemlich geil sein. Ach, für Steel Tip Board. Ach, geil. Die kann ich mal auf meine Softs aufschrauben und hier versuchen, die Korkscheibe zu verballern, die hier rumhängt im Vacancy Park. Simplex Flights. Harrows. Kenne ich, habe ich auch schon mal benutzt. Ich mache so. Ich denke mal, ich sortiere die Dinger ein bisschen nach Shafts und Flights. Und dann gucken wir uns das Stück für Stück an. Ich sag bloß, frohe Ostern, hey, are you kidding me? Are you kidding me? Okay, das ist echt zu hart für Worte, das ist echt krasses Zeug. Ich hau das Video jetzt erstmal so raus, damit ihr alle leiden könnt, weil wir jetzt alle nicht wissen, was da drin ist. Ich kann da heute auch nicht durchgraben. Aber dann wisst ihr, es kommt Anschauungsmaterial in den nächsten Tagen. Ich muss jetzt erstmal die Kamera laden. Ich muss jetzt erstmal verdauen, was hier angekommen ist, was ich die ganze Zeit dabei hatte. Alter Schwede. Also Domi, ich werde das definitiv mit Ehrfurcht behandeln, das Zeug. Absolut krass. Vielen, vielen Dank. Und ich mache das mal so für alle Sets und so weiter, was ich bekomme. Du hast hier mehr einen rausgehauen als jeder Dart-Hersteller, der gesagt hat, er unterstützt mich mit Paradata. Sag ich dir ganz ehrlich, das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Was geht ab? Ah, und hier, oh, hier ist noch ein... hier ist noch ein Goodie. Oh, und hier ist noch Zeitungspapier. Seht ihr das? Hier ist noch was eingepackt. Oh, das wird sexy. Okay. Domi. Alter Schwede, hey. Ich will hier das Wetter und die Sonne genießen und du haust mir so einen ins Gesicht. Ich denke mal, da werde ich wohl die Kamera aufladen müssen. Und da werde ich die nächsten Tage mal ein paar Sachen filmen müssen. Aber ich habe so Bock drauf. Geil, was ich mit in Urlaub nehme. Meine Frau, die wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was ist mit dir los?
Tja, Darts ist halt einfach geil. Und ihr seid auch geil. Und Tommy, du bist der Hammer. Wirklich, das gibt's ja gar nicht. Super, super geil. Dankeschön. So, ich habe schon mal angefangen, das zu sortieren. Meine Frau hat geholfen. Und das sieht nach sehr viel aus, ne? Was ist noch im Paket? Das ganze Paket ist immer noch voll. Ich habe noch nicht mal die oberste Lage weggekratzt. Die oberste Schicht. Lage war holländisch. Bovenste Laag. So, apropos holländisch. MVG Galore hier. Galore. Vincent. Also, ich kämpfe mal weiter.